Es gibt viele Gründe, weshalb man sich nicht selbstständig machen sollte. Einer davon ist sicherlich das Geld. Und deshalb zeige ich dir heute eine Lösung für Menschen, die kein oder wenig Geld haben, sich trotzdem selbstständig gemacht haben, sogar ein Unternehmen gekauft haben mit der Hilfe der Förderung des Jobcenters. Mein Name ist Daniel Schäfer. Und ich bin selbst Gründungsberater, aber auch Unternehmer. Und gemeinsam mit meinem Team begleiten wir mehrere hundert Personen pro Jahr dabei, sich selbstständig zu machen. Und die einen sind viele Jahre angestellt und haben sich ein finanzielles Polster aufbauen können. Andere wiederum haben es vielleicht schwerer gehabt. Vielleicht haben sie nicht das Geld zurücklegen können oder sie kommen direkt aus einer Krise, mussten beispielsweise Insolvenz anmelden oder haben einfach alles verloren und waren verpflichtet, Bürgergeld zu beantragen. Die gute Nachricht ist, dass hier in Deutschland auch Menschen ohne Geld gefördert werden, sich selbstständig zu machen, und das Beispiel heute geht sogar um einen Unternehmenskauf mit der Hilfe der Förderung des Jobcenters. Geben wir also direkt eine Fallvignette, die so abgebildet ist. Das heißt, es stimmt alles bis auf den Namen. Mike will sich selbstständig machen und ist motiviert, ist auf der Suche und hat tatsächlich eine Geschäftsgelegenheit gefunden. Es handelt sich hierbei um einen gut aufgestellten kleinen Imbiss und der Laden funktioniert gut. Der Inhaber will aber verkaufen und es geht um eine kleinere fünfstellige Summe. Das Eigenkapital von Mike ist aber 0 Euro und damit tun sich für Mike insgesamt drei Probleme auf und ich zeige dir in dem Video, wie die Lösung aussieht. Das erste, was du brauchst, wenn du einen Fremdkapitalantrag stellen möchtest, also wenn du das Eigenkapital nicht oder nicht ausreichend hast, um den Gesamtkapitalbedarf für dein Vorhaben abzubilden, dann bist du gezwungen, Fremdkapital tatsächlich einzuwerben und diese Menschen, die das bewilligen oder das Geld zur Verfügung stellen, zu überzeugen. Und genau für diese Überzeugung brauchst du einen Finanzplan, einen Businessplan. Es gibt viele Menschen, die rennen rum und sagen als Pseudoberater, ein Businessplan ist heute überflüssig. Nun, das stimmt. Du brauchst tatsächlich für dich selbst einen Geschäftsplan. Du brauchst Ziele, du brauchst Visionen, du musst ein Marketingkonzept erstellen, du brauchst einen Kanalplan, Redaktionsplan. All das brauchst du für dich selbst. Aber wenn du von anderen, von Dritten Geld, Finanzen haben willst, dann wollen die schriftlich haben, wie dein Vorhaben für mindestens 3 Jahre in die Zukunft geplant ist. Und das war das erste Problem von Mike. Und so ein Businessplan, so ein Finanzplan hat er selbst noch nie erstellt oder zumindest nicht so erstellt, dass er plausibel ist, dass er tragfähig ist, dass alle Parameter inklusive Steuern oder Rückzahlung von Finanzierung alles abgebildet ist. Und wenn man zu Beratern geht, dann kostet so ein Plan mal schnell 3, 4, 5, 6.000 Euro. Und hier kommt auch gleich die erste Lösung, die wir für Mike gefunden haben. Die erste Lösung, die wir für Mike abbilden konnten, ist, dass wir ein AVGS, einen Gutschein, beantragt haben. Das kennst du vielleicht, wenn du rechtliche Konflikte mal hattest, da kannst du dir einen Prozesskostenhilfe-Gutschein beantragen. So etwas Ähnliches gibt es auch beim Jobcenter. Das heißt dann, AVGS kommt vom Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Begriff ist also eine Abkürzung. Und das Besondere ist, dass diese AVGS bundesweit zugelassen ist und ausreicht, Businessplan und Finanzplan abzubilden, aber auch Teile vom Marketingkonzept, Vorbereitungen auf Steuern und Buchhaltung und rechtliche Themen abzubilden und gleichzeitig auch noch die Unternehmerpersönlichkeit zu coachen, dein Selbstmanagement, die Einstellung oder auch die wichtigen Rahmenbedingungen, die du in der Wirtschaft brauchst, also betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse. Diesen Gutschein hat sich Mike beantragt mit unserer Hilfe. Den Link dazu findest du übrigens unterhalb des Videos. Und so konnten die Unterlagen nicht nur erstellt werden, sondern so erstellt werden, dass der Kapitalgeber, in dem Fall das Jobcenter, überzeugt war, also Daumen hoch gegeben hat. Die zweite Herausforderung, vor der Mike stand, waren die fälligen Investitionen. Also wenn du ein Unternehmen übernimmst, dann
kaufst du entweder die Assets, also das Inventar, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, also die Vermögenswerte oder auch die immateriellen Werte ab vom Käufer, das nennt man Asset-Deal und kann 20.000 Euro kosten, oder du machst einen Share-Deal und kaufst das Unternehmen an sich, also einen Anteilskauf. In dem Fall musste Mike die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung abkaufen und brauchte 20.000 Euro, die er nicht hatte. Und auch hier gibt es eine Lösung, die ich dir jetzt kurz abbilden werde. Genau wie der Gutschein Beratungskosten von 3.000 bis 5.000 Euro abbildet, gibt es auch ein Programm, um Anschaffung Investitionen zu finanzieren. Der genaue Gesetzestext, der Paragraph, der steht hier drunter, Paragraph 16c SGB II. Dort ist geregelt, dass ein Gründer, der im Leistungsbezug ist beim Jobcenter, also Bürgergeld bezieht, dass der einen Anspruch, eine Möglichkeit hat auf Antragstellung zur Finanzierung seiner Investitionskosten, wenn eine Maßnahme vorher überprüft worden ist. Vorher musste Mike nachweisen, dass alle anderen Finanzierungsgeber, also öffentlichen Banken beispielsweise, Förderbanken, seinen Antrag abgelehnt haben. Erst wenn das tatsächlich abgebildet ist, also wenn du einen Negativbescheid von den Banken hast, eine Ablehnung hast, schriftlich, dann wird das Jobcenter als letzte nachrangige Stelle in den Schritt treten, in die Lösung reingehen, um dich zu fördern. Und das ist bei Mike passiert. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie das Jobcenter das machen kann, so viel Geld geben, leihen oder verschenken. Nun, das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Wenn Mike vielleicht noch Familie habend in einer Bedarfsgemeinschaft 1.500 oder 2.000 Euro inklusive Sozialversicherung und Miete bekommt, nun, da wird er innerhalb von einem Jahr oder von 5 Jahren locker, bei einem Jahr sind es 12 mal 2.000 Euro, 24.000 mal 4 oder 5 Jahre, bei einem Zuschuss von über 100.000 Euro liegen, was das Jobcenter, also der Steuerzahler, sprich du und ich, aufbringen müssten. Also ist es für das Jobcenter günstiger, hier 20.000 Euro Mike zu geben, damit er das Ende der Hilfsbedürftigkeit erreicht, also von der Liste der Fördernotwendigkeit beim Jobcenter gestrichen werden kann. Das Besondere an diesem Programm ist es, dass es natürlich kein geschenktes Geld ist, wenn du dich als Steuerzahler vielleicht gerade aufregst, also wie ich, weil ich zahle mehrere tausend Euro pro Jahr an Steuern und kann natürlich wütend sein. Aber das Gute ist, dass dieses Programm LES kein reiner Zuschuss ist. Es steht im Gesetzestext, dass bis zu 5.000 Euro ein Zuschuss gewährt werden kann und darüber hinaus ein Darlehen. Das bedeutet, Mike hat also ein Darlehen bekommen, das sehr günstig ist. Also er hat beispielsweise 0% Zinsen, er hat beispielsweise eine Tilgungsaussetzung so lange und auch Zinsaussetzung, bis er nachweislich in der Lage ist, auch von dem Unternehmenserträgen das Geld zurückzuzahlen. Klar, haftet er persönlich, aber Worst Case ist natürlich, dass er im ALG II im Bürgergeldbezug bleibt und damit kleinen Raten das abträgt. Aber als Jobcenter, als letzte nachrangige Stelle, wenn alle anderen Banken und Förderinstitute ablehnen, kann tatsächlich nach diesem Paragraphen das Geld geben. Und das wurde in diesem Fall bewilligt. Mike hat also ein Unternehmen kaufen, also ein Asset-Deal durchführen können, mittels dieses Paragraphen Leistung zur Einlehnung von Selbstständigen. Das bedeutet die Abkürzung LES. Nun stand das dritte Problem für Mike vor der Tür, und zwar die laufenden Kosten. Und zwar nicht nur die betrieblichen oder gewerblichen, geschäftlichen Kosten, abgekürzt hier durch G, sondern auch die privaten Kosten. Und auch hierfür haben wir für Mike eine Lösung gefunden. Und diese Lösung besteht auch wieder aus vielen Abkürzungen. Schauen wir uns zunächst einmal die laufenden geschäftlichen Kosten an. Denn das ist natürlich, wenn du dich selbstständig machst, auch das, was sofort kommt. Du hast Telefon vielleicht Kosten, vielleicht hast du Stromkosten oder Versicherungskosten oder Mietkosten, also all diese Kosten, die sofort auch als Fixkosten eintreten, und zwar betriebliche Art. Hierfür kannst du ein sogenanntes Einstiegsgeld beantragen.
Die gesetzliche Grundlage dafür ist der Paragraph 16b, also BERTA SGB II. Das kennst du schon hier von der Problemlösung Nummer 2. Und dieses Einschießgeld kannst du 1 bis 2 Jahre in der Zukunft beantragen. Und das ist nicht rückzahlbar. Das heißt also, hier sprechen wir von einem 100%igen Zuschuss. Und das zweite Lösungsprogramm, was wir für Mike abgebildet haben, was einem auch relativ sicher ermöglicht, sein Geschäft aufzubauen, weil du machst dich nicht selbstständig und hast sofort 100% der Umsätze und Erträge, die du brauchst, sondern es läuft langsam an. Und diese Anlaufphase hat natürlich zur Folge, dass am Anfang nicht genügend Geld in der Kasse ist, um auch die privaten Kosten zu tragen. Und dafür gibt es weiterhin das ALG II, also das sogenannte Bürgergeld. Die Voraussetzung nur hierbei, und da möchte ich darauf hinweisen, dass die Verantwortung für Probleme mit dem Jobcenter meistens beim Antragsteller und nicht beim Jobcenter liegt. Denn diese Mittel, dieses Bürgergeld, auch nach der Gründung, wird nur bewilligt, wenn du 2 EKS regelmäßig abbildest. Also hier EKS steht für Einkommensnachweis für Selbstständige. Das ist eine Anlage, ist eine Tabelle, die es gilt, richtig auszufüllen und das richtige Formular zur richtigen Zeit richtig ausgefüllt an der richtigen Stelle abzugeben. Was meine ich damit mit der richtigen Stelle? Beim Jobcenter hast du deinen normalen Arbeitsvermittler, deinen normalen Sachbearbeiter. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat er wahrscheinlich eher nicht, sonst würde er sich vielleicht auch selbstständig machen. Deshalb gibt es eine zweite Abteilung. Die ist für die Selbstständigen in der Regel verantwortlich. Und dort gilt es auch, deinen EKS abzubilden. Und zwar zweimal. Was meine ich damit? Einmal von heute in die Zukunft. Also für die nächsten 6 Monate, wenn du dich heute selbstständig machst, musst du eine Prognose, die kannst du übrigens auch deinem Finanzplan entnehmen, den du am Anfang schon für die Investitionsbezuschussung dort oder für die Darlehen schon abgegeben hast. Aber der Jobcenter will immer nur 6 Monate im Voraus haben. Und wenn du dort eine Plus-Minus, also eine einfache Einnahmenüberschussrechnung nach dem Zustrom, also nach dem Prinzip, was hast du bezahlt und was ist reingegangen, dann wird das Jobcenter diese kleine Zahl, die zum Schluss rauskommt, als sehr wahrscheinlich von dir als Prognose auch einbuchen. Wenn du also beispielsweise 600 oder 500 Euro als Gewinn im ersten Halbjahr eingibst, dann geht das Jobcenter davon auch aus, dass es so sein wird. Und wenn du nur 500 oder 600 Euro Gewinn in 6 Monaten hast, dann hast du den Freibetrag, der beim Jobcenter vorliegt, wahrscheinlich nicht überschritten. Also erkundige dich nach dem Freibetrag, was du hinzuverdienen darfst beim Jobcenter. Das sind so circa 600 Euro im halben Jahr. Was ist nun der Vorteil, wenn du diesen Betrag einhältst, diese Prognose? Der Vorteil ist, dass du weiterhin dein ALG II, dein Bürgergeld, in voller Höhe bekommst. Wenn du ganz motiviert bist und du möchtest einen guten Eindruck beim Jobcenter machen und schreibst statt 600 Euro 6.000 Euro hin, nun, dann hast du deinen Freibetrag um mindestens 5.000 Euro und ein paar zerquetschte überschritten. Du hast zwar das Jobcenter beeindruckt und die freuen sich auch mit dir, aber sie werden sofort dein ALG II, dein Bürgergeld, kürzen, weil sie davon ausgehen, dass du weißt, was du machst und dass das, was du geschrieben hast, auch sehr wahrscheinlich eintrittst. Wenn das natürlich sehr sicher ist, nun, dann trag das ein, dass dein EKS vorausschauend, also die Prognose, diese Erträge abwürfen wirft. Aber mecker nicht und ärgere dich nicht, wenn dein ALG II-Bescheid sofort im nächsten Monat auch gekürzt wird. Und zwar um ca. 800 bis 1000 Euro im Monat kriegst du weniger. Und bei einigen ist das Geschrei dann natürlich groß, obwohl das Jobcenter das gemacht hat, was es machen muss nach den Vorschriften, nämlich deinen Hinzuverdienst von der Bezügen abzuziehen. Also besser ist es, wenn du niedriger kalkulierst. Wenn du von vielleicht 600, 700, 800 Euro Gewinn im ersten Halbjahr ausgehst, dann hast du keine oder nur kleine Kürzung. Es ist letztendlich auch egal, weil abschließend, final gilt diese vorausschauende Prognose nämlich nicht. Endgültig wird das Jobcenter bescheiden, deine Zuschüsse für private Lebenshaltungskosten, nachdem dieses halbe Jahr vorbei ist. Also wenn diese 6 Monate, die du mit deiner EKS, also Einkommensnachweis vorausschauend, dann tatsächlich erlebt hast, dann gehören sie der Vergangenheit an, dann bist du angehalten, nochmal ein EKS abzugeben und nämlich ein EKS abschließend.
Und da steht drin, wie es wirklich gelaufen ist. Das heißt, dort gibst du, genau wie beim Steuerberater, beim Finanzamt, die Zahlen dort ein, wie dein Unternehmen gelaufen ist. Und wenn du jetzt nur 600 Euro Gewinn oder weniger gemacht hast, dann darfst du deine kompletten ALG-2-Bürgergeldbezüge behalten. Du musst nicht zurückbezahlen. Du kriegst keinen Bescheid mit Aufforderung, zahlen sie alles zurück. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt 6.000 Euro Gewinn gemacht haben solltest und du hast die vollen ALG-2-Bezüge bekommen, nun dann wirst du einen anderen Brief bekommen. Da werden sie dich beglückwünschen, sagen, sie haben ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, sie haben übrigens Gewinne gemacht und sie haben die Hinzuverdienstgrenze überschritten und bitten jetzt um eine Rückzahlung des Betrages, der über der Hinzuverdienstgrenze lag. Und da gibt es natürlich dann großes Geschrei. Wenn das Geld, wenn also ALG 2, also die Mittel, die ich als und du als Steuerzahler einzahlen, wenn diese Mittel jetzt ausgegeben worden sind, das Bürgergeld, im Motto ist, bei mir auf dem Konto, kann ich ja ausgeben. Und schon mal in Urlaub fahren oder das neue Auto, damit meine Nachbarn sehen, wie toll mein Unternehmen läuft. Nein, dieses Geld, was du oberhalb von 100 Euro pro Monat als Gewinn hinzuverdient hast, das ist meine Empfehlung, leg das gleich beiseite. Dass du nach 6 oder 7 Monaten, wenn du deine abschließende EKS einreichen musst, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass du dann dieses Geld auf deinem Konto hast, dass du dort 5 oder 6.000 Euro zu liegen hast. Du hast das Geld jetzt zweimal bekommen. Einmal vom Jobcenter, also Steuerzahler, über das Bürgergeld und dann hast du noch Gewinne gemacht von deinem Unternehmen. Die darfst du behalten. Aber das Geld vom Jobcenter, das gilt es beiseite zu legen. Alles, was oberhalb des Hinzuverdienstbetrags, des Freibetrags ist, gilt es dann zurückzuzahlen. Und das ist auch eine faire Sache. Denn unterm Strich hast du immer genauso viel, wie du zum Leben brauchst. Genauso viel, als wenn du nur beim Jobcenter sein würdest. Zusammengefasst also, fördert das Jobcenter nicht nur deine Investitionen und die Beratungskosten am Anfang, sondern auch deine betrieblichen laufenden Kosten, Einschießgeld als Zuschuss nicht rückzahlbar und das ALG 2 theoretisch auch nicht rückzahlbar, es sei denn, du überschreitest den Hinzuverdienstbetrag. Und damit ist das eine faire Sache, ist eine sichere Sache. Denn meine Frage an dich, an welchem Zeitpunkt hast du nicht genügend Geld, deine privaten Lebenshaltungskosten zu tragen? Du hast immer genügend Geld, entweder als Gewinnentnahme aus deinem Unternehmen oder wenn dort kein Überschuss dort erzielt werden kann, dann hast du aber auf jeden Fall die sichere Grundlage durch das Jobcenter, dass du deine Zuschüsse für Miete, für Lebenshaltungskosten, Sozialversicherung, Familie, alles sicher hast. Also im Grunde genommen eine faire Geschichte, die es wahrscheinlich sonst so in der Welt nicht geben wird. Und genau das hat Mike erlebt. Er hat also seinen Imbiss kaufen können, er hat dafür Finanz- und Businessplan gefördert bekommen und auch die ersten 1 oder 2 Jahre, bis er sich hat ausschleichen können, bis das Unternehmen so viel abgeworfen hat, also tragfähig genug war, dass er davon leben konnte. Und damit sind alle Gewinner. Mike ist ein Gewinner, hat sein eigenes Geschäft. Der Verkäufer des Geschäftes hat einen Nachfolger gefunden und das Jobcenter ist Mike los. Also unterm Strich sind alle glücklich und natürlich auch wir als Berater, weil wir jemand haben helfen können, der dann tatsächlich in die Existenzgründung erfolgreich gegangen ist und auch länger als 5 Jahre am Markt bleibt. Wenn du also wenig Eigenkapital oder kein Eigenkapital hast und du hast eine Geschäftsidee, auf Franchise-Unternehmen, das werden wir in einem anderen Video mal machen, oder kleine Standorte übernehmen willst, dann gib nicht auf, sondern achte darauf, alle Programme tatsächlich auch zu nutzen, die es in deiner Region gibt. Und dafür bieten wir kostenfreie Erstgespräche an, um das zu überprüfen. Deine Geschäftsidee, aber natürlich auch deine aktuelle Situation, dann gilt es auch etwas zu prüfen mit Schufa. Denn hast du eine negative Schufa, dann darf dir das Jobcenter nicht ein Darlehen geben, sondern maximal den Zuschuss bis 5.000 Euro. Wir prüfen auch dann dein Konzept, falls du eins hast, und machen es final, machen es fertig, machen es abgabereif, dass dann die BWL-geschulten Sachbearbeiter im Jobcenter auch überzeugt sind und dass du tatsächlich dann von uns auch eine fachkundige Stellungnahme, also eine Art Wirtschaftsgutachten bekommst, dass du langfristig von deinem Geschäftsmodell leben kannst, also dass die Erträge deine privaten Lebenskosten auch und die deiner Familie auch tragen können. Das unterschreiben wir, das stempeln wir ab
Und das machen wir auch zusammen mit diesem Gutschein, mit diesem AVGS, sodass du auch dort kein Geld in die Hand nehmen musst. Also buche jetzt gerne dein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du den Kanal weiterempfehlen oder abonnieren. Wir publizieren regelmäßig neue Videos über all diese Themen, die ein Unternehmer braucht. Entweder betriebswirtschaftlich, finanziell, aber auch persönlich und im Bereich Marketing, Sales. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer und wir sehen uns beim nächsten Mal.